Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, wenn wir nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums mehr als 110.000 Todesfälle infolge Tabakskonsums verzeichnen müssen und laut Eurobarometer in der EU von rund 700.000 Todesfällen sprechen, ist es allerhöchste Zeit, dass wir Maßnahmen beschließen, die Zahl solcher Todesfälle weiter zu reduzieren. Ich möchte allerdings davor warnen, sich allzu stolz auf die Schultern zu klopfen, denn es ist traurig, wie lange um solche Veränderungen gerungen werden muss. Es ist traurig, dass wir unsere Möglichkeiten zur Minimierung des Rauchkonsums auch weiter nicht ausnutzen werden. Und es ist traurig, dass in dem Gesetz ein U-Boot platziert wird, eine Regelung, die nur scheinbar präventiven Zwecken dient und sich tatsächlich sogar negativ auswirken können. Ich möchte aber mit drei positiven Beispielen beginnen. Erstes Beispiel. Die Warnhinweise auf Tabakverpackungen bestehen künftig nicht nur aus einem Text, sondern aus einer Kombination von Text und Bild. Und da es bereits Länder gibt, die positive Erfahrungen damit gemacht haben, da kann man ja auch mal hinschauen, gibt es auch keinen Grund, diese Möglichkeit einer etwas drastischeren Warnung nicht auch bei uns zu verwenden. Wir sind allerdings davon überzeugt, dass auch standardisierte Verpackungen zum Beispiel einen noch größeren Effekt erzielen könnten. Zweites Beispiel. Um den Zigaretten-Schwarzmarkt zu bekämpfen, sollen Verpackungen fälschungssicherer gemacht werden. Richtige Maßnahme, denn strenge Verbraucherschutznormen werden natürlich nur von denen beachtet, die legale Produkte in den Umlauf bringen. Drittes Beispiel. Es wird mehr Einschränkungen bei der Werbung für Tabakprodukte geben. Dazu gehören Hörfunkwerbung, die Werbung in Druckerzeugnissen, Verbot von Sponsoring und so weiter. Und genau an der Stelle muss ich nun leider mit dem Positiven aufhören. Denn natürlich, wenn ich sage, Werbemöglichkeiten für Tabakwerbung werden eingeschränkt, dann heißt das natürlich, bestimmte Formen der Werbung wird es weiter geben. Und ich darf nochmal gegenüberstellen, durch den Konsum von Tabakprodukten verzeichnen wir mehr als 100.000 Tote jedes Jahr und bestimmte Formen der Werbung werden weiter erlaubt werden. Tabakprodukte dürfen weiter beworben werden. Das ist ein Paradoxum, was überhaupt nicht zu erklären ist. Meine Damen und Herren, wer Geld für Werbung ausgibt, erwartet selbstverständlich, dass dieses Geld durch Gewinn einen höheren Umsatz wieder erwirtschaftet. Tabakwerbung erhöht den Umsatz von Tabakprodukten. Tabakwerbung konterkoriert alle anderen Maßnahmen, die zur Konsumprävention eingesetzt werden. Tabakwerbung erhöht den Konsum konsumierter Zigaretten. Wir wissen, dass wir den Bürgern Rauchen, Kiffen, Spielen, Trinken und so weiter nicht verbieten können. Aber die Produkte mit Werbung zu fördern, muss aufhören. Und deswegen gibt es auch hier keinen Grund, wie im Ausschuss angesagt, hier auf weitere EU-Richtlinien und Regelungen zu warten. Und dann ist da leider dieses U-Boot im Gesetzentwurf, von dem ich gesprochen habe. Wissen Sie, wir Linke hätten diesem Paket präventiver Maßnahmen sehr gerne zugestimmt. Denn viele Regelungen, auch wenn sie noch nicht ausreichend sind, entsprechen sehr dem, was wir seit langem fordern und wofür wir auch gekämpft haben. Aber nicht überall, wo Sie Prävention draufschreiben, ist letztendlich auch Prävention drin. Und damit komme ich zur E-Zigarette. Sie bekommen alle viel Post dazu. Mit dem faktischen Verbot von Aromastoffen versuchen Sie, die E-Zigarette ganz einfach deutlich unattraktiver zu machen, sie als Konkurrenz für die klassische Tabakzigarette deutlich zu schwächen. E-Zigaretten sollen, um es vereinfacht zu sagen, einfach nicht mehr schmecken. Und ob das Prävention ist, schauen wir uns einfach mal genauer an. Grundsätzlich übrigens begrüßt die Linksfraktion die mit der Novellierung der EU-Tabakproduktrichtlinie verabschiedeten Regelungen zur E-Zigarette. Fantasievolle, peinliche Irrwege wie die Einstufung der E-Zigarette als Arzneimittel dürften damit endgültig Geschichte sein. Wenn ich sage, genauer angucken, dann schauen wir einfach nochmal auf die Gründe für die Verwendung der E-Zigarette in Deutschland. Dazu finden wir Zahlen im Tabakatlas. Zu 35,4%, um weniger zu rauchen. Zu 28% als Alternative zur Tabakzigarette. Zu 18% als Hilfsmittel, um langsam mit dem Rauchen aufzuhören. Zu 10% zur Benutzung in Nichtraucherbereichen. Zu 7,8% zum Schutz der Gesundheit von Menschen in der Umgebung, also zum Schutz vor Passivrauchen. Haben Sie sich mit den Motiven überhaupt jemals beschäftigt? Kennen Sie diese Zahlen? Ist an diesen Motiven irgendetwas auszusetzen? Sind das nicht überwiegend Motive, die wir unterstützen sollten und wollen? Nur noch mal, um frühzeitig einem Irrtum vorzubeugen, der Konsum von E-Zigaretten ist ein riskanter Konsum. Und wer gesund leben will, braucht weder Tabak noch E-Zigarette.
Aber es gibt bei der E-Zigarette zumindest noch einen Unterschied zur klassischen Tabakzigarette. Das Inhalieren von Verbrennungsrückständen beim Tabak, zum Beispiel Thea, entfällt und damit ein wesentlicher Teil des Schadenspotenzials. Was ist also zu tun? Wir brauchen eine Balance von Maßnahmen. Das erste ist, wir wollen nicht, dass Nichtraucher zur E-Zigarette greifen und in das Rauchen einsteigen. Da wären wir aber zum Beispiel schon wieder beim kompletten Werbeverbot, denn Werbung soll natürlich zum Konsum animieren. Da sind wir bei Aufklärung, Beipackzetteln, Informationen, auch Warnhinweise und so weiter. Das alles würde die Linke mittragen. Aber was machen wir mit den vielen Rauchern, die es bereits gibt? Und davon haben wir eine ganze Menge im Land. Wie reden wir mit denen, die bisher nicht den Rauchkonsum einschränken oder sogar aufhören wollten damit? Soll ich die Motive zur E-Zigarette vielleicht nochmal aufzählen? Also weniger rauchen, kein Teer mehr inhalieren, langsame Entwöhnung vom Rauchen und so weiter. Meine Damen und Herren, es mag ja Menschen geben, die die alte Tabakzigarette bisher zu gefährlich war und die jetzt mit der etwas vielleicht weniger gefährlichen E-Zigarette mit dem Rauchen, mit dem Dampfen dann beginnen. Ich hatte allerdings noch nicht das Glück, auch nur einen davon zu finden. Und wir bekommen alle viel Post dazu, sehr viel Post dazu. Und über manche Medien kann man auch mal nachfragen. Ich streite nicht ab, dass es die vielleicht gibt. Ich habe nur noch keinen gefunden. Vielleicht meldet sich hier im Haus jemand und sagt, ich habe keine Zigaretten geraucht, aber jetzt die E-Zigarette. Würde mich mal das Motiv dann interessieren. Und verwechseln Sie bitte bei dieser Diskussion nicht eins nicht, Menschen, die mal probiert haben, sind noch keine Raucheinsteiger. Einige Sachverständige haben ja im Gesundheitsausschuss sich dieses Mittels bedient und von Probierern gesprochen. Probierer sind noch keine Konsumeinsteiger. Ganz ehrlich, meine Damen und Herren, nehmen Sie einfach mal an, jemanden, den Sie sehr gerne haben, raucht 40 Zigaretten am Tag und seit Jahren schaffen Sie es nicht, ihm oder ihr das auszureden. Was ist denn mit der Idee, dieser Person zu sagen, versuch es doch alternativ mal mit der E-Zigarette? Da fallen zumindest einige schwerwiegende Schadstoffe weg. Und vielleicht kann so das Gesundheitsrisiko wenigstens minimiert werden. Natürlich bleibt ein Potenzial da, Krebs zu bekommen, andere Suchterkrankungen zu bekommen. Aber ist es nicht wenigstens ein Einstieg? Und wenn ein starker Raucher sich auf diese Idee einlässt, werden Sie sehr häufig beobachten, dass das Rauchen auch in der Quantität etwas nachlässt, weil es ganz einfach etwas umständlicher ist, auf die E-Zigarette umzusteigen, als sich mal schnell einen Glimmstängel anzustecken. Die E-Zigarette ist etwas weniger gefährlich, das Gesundheitsrisiko wird geringer und es schmeckt vielleicht auch noch etwas besser. Ich jedenfalls mache das so mit Menschen, die ich mag, habe ich ganz aktuell zum 30. Geburtstag übrigens getan. Und dass wir als Gesetzgeber so mit unseren Bürgern umgehen, sollte unser gemeinsames Anliegen sein. Die E-Zigarette unattraktiver machen, indem man faktisch die Aromastoffe verbietet, die E-Zigarette ganz einfach nicht mehr schmecken soll, wird sehr wahrscheinlich weniger Tabakkonsumenten auf die E-Zigarette umsteigen lassen und die daraus möglichen präventiven und schadensminimierenden Effekte werden ganz einfach verschenkt. Eine solche Regelung kann also nur die Tabakindustrie erfreuen und deren Konkurrenz wird so klein gehalten. Der präventive Charakter, meine Damen und Herren, dieses Gesetzes wird damit konterkariert und eine Zustimmung zum Gesetz ist damit durch diese Regelung für die Linke ausgeschlossen. Es ist traurig, dass Sie eine solche Wettbewerbsunterstützung für Tabakprodukte als U-Boot in das Gesetz verstecken und eigentlich ein Gesetz, das eigentlich zur Verbesserung der Produktsicherheit und der Prävention gedacht ist. Dankeschön.